Hallo und herzlich willkommen bei Hexe Rajas Kräuterentdeckung. Heute wollen wir eine Suppe aus Kotzpilzen und einem Edelstein herstellen. Zuerst legen wir uns an die Kotzpilze. So, wo stehen hier Kotzpilze? Muss mal suchen. Ach ja, was ich ganz noch vergessen habe. Wir brauchen Waldmeister. Hier. Waldmeister wäre das. Ah, die Kotzpilze, da sind sie ja. Haha, es wäre doch gelacht, wenn wir sie nie gefunden hätten. Jetzt fehlt uns nur noch ein Edelstein. Gibt es Louis im Wald? Seht ihr einen? Hallo, ich erwarte eine Antwort. Ah, ich kann ihn riechen. Hier, der ultimative Edelstein. Es gibt ihn nur einmal auf der Welt. Haha, jetzt wird die Suppe gekocht. Koch, 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 lalalala. Oh, entschuldigen Sie, oh ja, das hätte ich auch fast vergessen. Diese köstliche Zutat. Einfach mal draufstampfen. So, das Aroma müsste nun auf den Edelstein übernommen werden. Fragen Sie unser Versuchskaninchen durch. Wie schmeckt es Ihnen? Versuchen Sie einmal. Naja, abgesehen, dass man keine Blasen machen kann, schon geil. Das war das Fazit, meine lieben Leute. Man kann zwar keine Blasen machen, aber es trotzdem schmeckt es geil. Kochen Sie dieses Bonbon. Es ist wirklich bien. Très bien. Also tschüss, das war's für heute aus Rajas Hexentopf.